Hallöchen, herzlich willkommen zur zweiten Etappe von Ordizia nach, Dancharinea, in Klammern Urdazubi, okay, gut. Heute geht es also über 157 Kilometer auf der zweiten Etappe der Baskenland-Rundfahrt. Wir tragen stellvertretend das pinke Trikot des Punktbesten für Simon Geschke, der ja bereits schon in Gelb unterwegs ist. Und die gestrige Etappe war gut, ist sehr gut für uns verlaufen. Wir konnten den zweiten Platz einfahren. Oh, Pierre Roland greift hier an. Ach du Kacke. Was ist denn hier los? Bradley Wiggins versucht es auch heute wieder. Glaube kaum, dass man Pierre Roland wegfahren lässt. Sollte man zumindest nicht. Jedenfalls. Die gestrige Etappe ist gut verlaufen für unsere Mannschaft. Moser wurde leider nur Zweiter hinter Geschke, der noch einen genialeren Angriff gemacht hatte als unser italienischer Fahrer und als unser Teamkapitän für diese Baskenland-Rundfahrt. Aber hey, wir haben schon mal wertvolle Zeit auf die Konkurrenz gut gemacht. Moser fühlt sich stark, das merkt man. Und zwei Ausreißer gibt es jetzt scheinbar. Rosendo und Garcia sind die beiden, die jetzt momentan an der Spitze fahren, auch wenn es hier noch mehr Attacken gibt. Aber Bradley Wiggins will hier scheinbar niemand davonfahren lassen. Tja, was kann man noch dazu sagen? Gestern auf jeden Fall... Ah, hier, Sergio Padilla. Willkommen, Sergio Padilla. Schön, ihn mal wieder zu sehen, auch wenn er jetzt andere Farben trägt. Er ist also in der Mannschaft Movistar unterwegs. Für Nairo Quintana wird er wahrscheinlich arbeiten müssen. Aber cool, dass er auch mal wieder mit am Start ist, Sergio Padilla. Das ist doch schön. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nochmal ein extra Lob an zwei Fahrer, nämlich an John Lee Augustin und an Debessey in der letzten Etappe. Denn die haben eine unglaubliche Performance abgeliefert. Das war sehr, sehr stark und sehr wichtig, was sie da gemacht haben. Und Horner jetzt mit einem Ausreißversuch, okay. War sehr wichtig, Debessey hat nochmal die letzten Flaschen zum Museum herangereicht. Das war nicht zu unterschätzen, diese Helferarbeit. Und Augustin hat Museum bis zum vorletzten zweite Kategorieberg, also bis das Rennen richtig losging, noch sehr, sehr gut beschützt. Vor dem halt Windschatten beschützt, ne? Also auch das war sehr, sehr wichtig und hat diesen zweiten Platz gestern erstmal möglich gemacht. Sehr, sehr klasse. So, jetzt gibt es weitere Attacken. Domenico Pozzovivo versucht's, hier davon zu kommen. Und Fuchs. Oh, ein Deutscher. 73 am Berg. Wenn der noch jung ist, könnte ein Talent sein. Macht hier das Tempo. Also die Mannschaft BMC ist sich durchaus ihrer Stärke bewusst. Versucht mit verschiedensten Fahrern. Erst war es Roland, jetzt mit Pozzovivo anzugreifen und damit in der Gesamtwertung ein bisschen was zu verändern. Klar, wenn man mit Tietje van Garderen, probieren sie gar nichts mit ihrem Hauptkapitän. Aber mit Pozzovivo, mit Roland, da hat man natürlich diese taktische Möglichkeit, eben immer wieder anzugreifen mit solchen Fahrern. Und da muss das Feld eben reagieren, beziehungsweise in dem Fall die Mannschaft Giant Alpecin, Shimano, Entschuldigung. Und Philippe Gilbert hätten sie ja auch noch im Team. Also der könnte auch noch ein Wörtchen mitreden, der belgische Meister, in Sachen Gesamtwertung. Also die BMC-Mannschaft ist hier in einer sehr, sehr guten Position und muss hier eigentlich nichts befürchten. Oh Gott, oh Gott. Ich sehe gerade, dass von unserem Team alle bis aus Janse van Rensburg schon abgehängt worden sind. Ach du Kacke. Na super. Das kann ja was werden. Rigui, schade. Hätte mir heute vielleicht gedacht, dass er eine Chance hätte im Sprint, wenn er über den letzten Hügel kommt. Scheint er nicht zu schaffen. Kleiner Spoiler. An der Stelle. 100 Kilometer noch bis ins Ziel. Das Rennen hat bereits jetzt schon ordentlich Fahrt aufgenommen. Wir haben also vier Ausreißer an der Spitze. Pirmin Lang vom Team IAM. Pozzovivo. Dann Adam Yates. Ach du Kacke. Und last but not least Garcia aus der Track-Mannschaft. Dann Rosendo vom Team Caja Rural. Kann da nicht folgen. Und hier hinten das Hauptfeld, indem man nun versucht, diese Ausreißergruppe ein bisschen auf Distanz zu halten. Denn Yates und Pozzovivo, das sind durchaus Fahrer, die gefährlich sind in Sachen Gesamtwertung. Allen voran natürlich der Mann, der Fahrer Domenico Pozzovivo aus der BMC-Mannschaft. Der könnte hier richtig, richtig gefährlich werden.
Und dementsprechend schnell ist das Tempo jetzt auch. Mit 60 geht es hier eine klein wenig abschüssige Straße hinunter. Also das ist schon richtig hartes Tempo, was hier gefahren wird, muss man sagen. Und Moser hält momentan noch gut mit. Jacques Janssen van Rensburg hat sich auch schön erholt. Ist der Einzige, der hier noch mit dabei ist. 70 hat er immer am Berg, 69 am Hügel. Ansonsten allerdings sehr schwache Werte. Und hier merkt man es wieder, wie wichtig es ist, eine kompakte Mannschaft zu haben, die alles, wo allesamt eben sehr, sehr stark sind. Auch wenn Radsport irgendwo ein Einzelsport ist, das stimmt schon. Aber man braucht eine Mannschaft, die einem irgendwo auch Unterstützung gibt. Und wenn man die nicht hat, dann werden die Rennen umso schwieriger. So, ich würde gerne noch ein bisschen weiter vorkommen. Wir sind ein bisschen weit hinten. Als nächstes kommt jetzt ein Berg der dritten Kategorie. Dann ein Anstieg der ersten Kategorie. Und dann Anstiege, die nicht kategorisiert sind. Aber es wird nie flach. Es bleibt weiterhin hügelig. Und ich sehe, dass auch Josef Regui jetzt wieder mit dabei ist. Auch John Lee Augustin ist wieder mit am Start. Und Andreas Stauf, der Bessay. Also es ist doch noch einiges zusammengerollt jetzt. Und das ist auch gut so. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Die Ausreißer haben einen guten Vorsprung um Domenico Pozzovivo. Und der fährt natürlich auch dementsprechend, weil er weiß, er könnte heute ins Trikot des Führenden schlüpfen. Sollte dieser Ausreißversuch Erfolg haben. Die Giant Shimano-Mannschaft hält das Tempo ihrerseits relativ hoch, um hier genau diesem Umstand eben vorzubeugen. Das war jetzt nicht clever, Andreas Stauf hier nach hinten zu schicken. Moment, wir machen das mal anders. Wir warten diesen Hügel noch ab. Sonst ist Stauf hier wahrscheinlich gleich platt, wenn er hier versucht, die Flasche nach vorne zu reichen an so einem Anstieg. Also Arredondo stand jetzt immer noch Träger des Bergtrikots. So, und ich hoffe, das klappt jetzt mit Stauf und den Flaschen. Das wäre ein Traum. Aber er muss sich beeilen, denn gleich kommt der Anstieg der ersten Kategorie. Das 63 Kilometer vor dem Ziel. Na, mal schauen, mal schauen. Ist ein bisschen weit. Es wird hier wahrscheinlich keine Entscheidung geben, aber es könnte eine Vorentscheidung geben. Vielleicht eine Attacke einer größeren Gruppe oder eine Tempoverschärfung eines Teams, woraufhin dann das Feld auseinanderreißt. So etwas könnte passieren an so einem Anstieg. Mal sehen. Ich hoffe, Stauf schafft es jetzt noch, die Flaschen zu Moser zu bringen. Wäre sonst schade. Aber das Tempo ist jetzt natürlich auch ziemlich hoch. Augustin, probierst du mal. Wir nähern uns jetzt auch so langsam dem Bereich, der so langsam gefährlich wird, muss man sagen. Also jetzt so allmählich könnte es Attacken geben, die auch bis ins Ziel Bestand haben, wenn man es durchziehen kann, wenn man stark genug ist. Denn so 47 Kilometer Solo, das ist zwar schon hart, aber machbar. Und vorne immer noch die Ausreißer, immer noch Domenico Pozzovivo, der hier auch das meiste an Führungsarbeit macht, habe ich das Gefühl. Simon Gerrans, der scheint gerade eben noch angegriffen zu haben, aus dem Feld heraus. Und jetzt gucken wir gerade mal, Stauf und Augustin, die schaffen sogar beide, hier vorne noch die Flaschen zu holen. Also haben es beide mit über den Hügel geschafft und jetzt eben, muss man sagen, das Gröbste ist geschafft. Also es könnte jetzt durchaus sein, dass wir Regui bis zur Ziellinie mit durchfüttern. Irgendwie. Und dann könnte er vielleicht im Sprint eine Rolle spielen. Aber eben nur vielleicht. 35 Kilometer noch. Es geht jetzt weiterhin. Rauf und runter. Sehr schwieriges Etappenfinale. Denn es ist eben keine Sprinteretappe. Es ist keine Sprinteretappe. Auf keinen Fall. Dafür war es zu anstrengend und dafür ist es auch jetzt noch zu anspruchsvoll. Aber Regui macht das stark. Fährt die gut mit. Bislang ein tolles Rennen von Josef Regui. So, hier wäre dann der letzte Kilometer.
Und dann hätten wir hier die Ziellinie. Also es ist scheinbar jetzt wieder ein Rundkurs, auf dem wir fahren. Ich denke mal, wir werden jetzt hier zwei Runden fahren, weil es noch zwei Sprintwertungen gibt. Irgendwie sowas. Ja. Rosendo und Gerrans wurden eingeholt vom Feld. Aber die Gruppe mit Pozzo Vivo hat immer noch 2,5 Minuten Vorsprung. Das würde wohl reichen für den Italiener. So, Zuma, der hat richtig Formprobleme, das merkt man. Und ist natürlich auch bei solchen Rennen verloren, was die Stärke angeht. Also das ist nicht seine Kategorie, muss man sagen. 16 Kilometer noch. 2 Minuten Vorsprung nach wie vor für die Gruppe mit Pozzo Vivo. Lawson Craddock haben wir hier. Und Diego Lissi greift an. Diego Lissi mit der Attacke. Und das Feld macht das Tempo höher. Versucht jetzt natürlich, den Italiener einzuholen. Aber das ist schwer. Dan Martin greift an und Simon Geschke. Paul Martens. Okay, alles wieder neutralisiert. Paul Martens hat das Feld wieder zusammengefahren. Dadurch, durch diese Attacken, ist jetzt allerdings der Vorsprung der Ausreißer ganz schön geschrumpft. So, wir gehen damit. Gar kein Ding, wir gehen damit. Betancourt, Gilbert, Ulissi und Moser greifen an. Martin, Mollema. Jetzt gehen doch einige. Jetzt gehen hier doch einige. Aber niemand kommt zurecht weg. Oh, Valverde. Alejandro Valverde jetzt mit der Attacke. Simon Geschke versucht persönlich hinterher zu fahren. Und wir verfolgen mal Bauke Mollema. Jetzt also viele Attacken in dieser Endphase der Etappe und die Gruppe könnte dadurch der Leidtragende sein, weil sie durchaus jetzt am Boden verlieren. So, Moser, den schaffst du nicht. Wir folgen mal Ulissi, würde ich sagen. Und Mollema kann sich ein bisschen absetzen, dadurch, dass wir das Hinterrad nicht halten konnten. Komm, 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 komm. Hinterher da. Hinter Simon Geschke her, der hier auch ein klasse Rennen fährt bislang. Muss man auch einfach mal so sagen. So, die Gruppe müssen wir aber jetzt wieder einholen. Eigentlich darf ich da auch nicht Geschke zusehen, wie er das versucht. Weil er es ja offensichtlich nicht schafft. Moser, komm, greif nochmal an. Angriff nochmal von Moreno Moser. Ja, wobei, jetzt müssen wir auch durchziehen. Wenn wir jetzt hier schon angreifen, dann müssen wir es auch durchziehen. Und jetzt sind es eben noch 2,7 Kilometer. Da vorne, Pozzo Vivo, Pirmin Lang, das sind die ersten hier. So, wo ist Rigugui? Ist der noch mit? Na, komm, vergiss es. Der ist weg. Der ist hier weg. Kann man nichts mehr machen. Und jetzt Paul Martens, Moser im Windschatten. Könnt ihr jetzt rausgehen? Geht jetzt raus. Da drüben ist Samuel Sanchez. Samuel Sanchez gegen Moser. Links Gilbert. Kommt da noch jemand vorbei an Paul Martens oder holt der sich den Etappensieg und wir schrammen ganz, ganz knapp vorbei am Etappensieg heute. Paul Martens holt ihn sich. Paul Martens gewinnt die zweite Etappe der Baskenland-Rundfahrt. Ganz, ganz starker Auftritt des Vize-Weltmeisters. Paul Martens, ganz stark. Wir sehen uns zur Siegerehrung wieder. Hier nochmal der Sprint. Paul Martens gewinnt die Etappe vor Samuel Sanchez. Ja, war doch noch relativ eng. Und was ihr jetzt nicht mehr gesehen habt, darum sage ich es euch, Romain Bardet hat das Rennen aufgegeben. Warum, weiß ich nicht. Wurde aber oben noch angezeigt. Wir haben aber als erstes mal den Etappensieger Paul Martens vor Samuel Sanchez und Philippe Gilbert. Dann folgt Moreno Moser, Betancourt, Ulissi, Kwiatkowski, Martin, Froome und Port. Das sind also die ersten 10 und Moreno Moser zeigt, dass er es drauf hat, dass er hier richtig stark dabei ist. In der Gesamtwertung führt weiterhin Simon Geschke, zweiter Moreno Moser, dritter Paul Martens, vierter Betancourt und dann Gilbert, Froome, Ulissi, Sanchez, Martin und Czernecki. In der Punktewertung führt jetzt Paul Martens, also im Trikot, im lila Trikot des Punktbesten, vor Moreno Moser und Simon Geschke. Also,
Leider kein Trikot für uns, aber immerhin, ja, nix. Aber 3 Punkte Rückstand, das ist auf jeden Fall machbar. Aber uns geht es ja nicht um die Punktewertung. In der Bergwertung führt nach wie vor Julian Arredondo vor Pirmin Lang und Wiggins. Dort hat also der Schweizer ganz schön aufgeholt mit seiner Flucht heute. Bester Nachwuchsfahrer ist nach wie vor Moreno Moser vor Cianecci und Kwiatkowski. Nairo Quintana scheint heute ein bisschen Zeit verloren zu haben. Und in der Teamwertung führt BMC wenig überraschend vor Track und Movistar. Also, damit weiterhin eine starke Leistung von Moreno Moser, auch wenn er keine große Teamleistung hinter sich hat. Ja, sieht gut aus für ihn. So, bis hierhin haben wir sie. Die 1 Minuten 6er, da sind viele gute Namen dabei, muss man sagen. Aber mal schauen. Nairo Quintana hat heute Zeit verloren, Micah Evans. Heute, oh, auch Rodriguez. Heute haben doch einige was auf den Deckel bekommen. Also, ja, da haben doch einige Zeit verloren. Und hier sieht man es nochmal, Romain Bardet hat also das Rennen heute aufgegeben. Warum, weiß ich nicht. Aber es spielt uns natürlich in die Karten, wobei die Mannschaft der Jules Desert ja mit Bettencourt immer noch einen sehr, sehr starken Fahrer dabei hat, der uns das Leben durchaus schwer machen kann. Und wird wahrscheinlich. Gut, wir sehen uns zur nächsten Etappe beim Grand Prix Pays Vasco. Bis dann!